Haben Sie meine Freundin gefunden? Ich verstehe. Nun, ersparen Sie mir die Details. Verdammt, was werde ich das krumme gelbe Lächeln vermissen. In Ordnung. Sie haben Ihren Teil erfüllt, jetzt erfülle ich meinen. Sehen Sie sich hier oben ruhig um. Ich breche Richtung Oberfläche auf. Jetzt schlag ich zu!
Idioten weg von der Sprechanlage, Glatthaut! Trödeln Sie nicht rum! Gute Arbeit, Glatthaut. Hätte nie gedacht, dass ich es aus dem Raum schaffe. Bis später. Ist der Weg frei? Gepriesen sei der Schöpfer und gepriesen seien Sie. Der Weg ist frei. Ich werde meine Herde durch den Keller zur heiligen Stätte führen. Ich hoffe, dass Sie uns dort besuchen werden. Es gibt noch viel zu tun. Ich wollte noch ein letztes Mal mit Ihnen sprechen, bevor ich die Startrampe betrete, Wanderer. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir uns auf ewig daran erinnern werden, wie Sie uns an die Schwelle der langen Reise gebracht haben. Unsere Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, aber den Raketen, die uns zur Erlösung tragen sollen, fehlen noch wichtige Komponenten. Wenn Sie uns immer noch helfen möchten, sprechen Sie mit Chris. Er kann Ihnen sagen, was fehlt. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden sie nie vergessen. Ja, die Raketen werden uns in unser gelobtes Land in der weiten Ferne bringen. Das wurde durch unzählige Visionen bestätigt. Ich kann Ihre Sorge verstehen und ich danke Ihnen, dass Sie sie auch aussprechen. Aber was der Schöpfer uns vorherbestimmt hat, wurde uns offenbart. Nach allem, was Sie für uns getan haben, nehme ich an, dass Sie verdienen, alles zu wissen. Als Chris zu uns kam, versuchten wir ihm klarzumachen, dass er ein Mensch ist. Aber das machte ihn nur wütend. Er schien so verloren. Wir erlaubten ihm, ein paar Tage bei uns zu bleiben. In dieser Zeit bemerkten wir, dass seine technischen Fähigkeiten die unseren weit überstiegen. Uns wurde klar, dass der Schöpfer ihn uns geschickt hat, um den Erfolg der langen Reise sicherzustellen. Es war ebenso klar, dass Chris in Unwissenheit bezüglich seiner Menschlichkeit und seiner Unfähigkeit bei der Reise dabei zu sein arbeiten sollte. Es ist kein Zufall, dass zwei Menschen entscheidend für den Erfolg der langen Reise sind. Mein Glaube sagt mir, dass der Schöpfer Sie und Chris geschickt hat, um die Sünden der Ihren den meinen gegenüber gut zu machen. Sie beide sind Erlöser. Es ist der Wille des Schöpfers. Unzählige Visionen haben mir gezeigt, dass Chris, wenn er uns begleiten würde, innerhalb von Minuten tot wäre. Schon die Strahlung im Bereich der Startrampe würde Chris in Minuten töten. Die Radioaktivität der weiten Ferne ist deutlich stärker. Es bereitet mir keine Freude, die Wahrheit vor Chris zu verbergen. Aber ich muss mich dem Willen des Schöpfers beugen. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen.
Wir werden sie nie vergessen. Vergeben Sie mir aber, meine Herde wartet. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Vandar. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden sie nie vergessen. Jason sagt, dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, um die letzten Schritte vor dem Start der langen Reise zu erledigen. Ich bin der Techniker der Herde. Maschinen waren schon immer meine Stärke. Jason sagt, die lange Reise wäre ohne mich nicht möglich. Natürlich bringen meine Fähigkeiten nichts, wenn mir das Material fehlt. Und da kommen Sie ins Spiel. Als ich der Herde beigetreten bin, machte Jason klar, dass ich die Reparaturarbeiten leiten sollte. Nicht selbst durchführen. Es sei eine Vergeudung meiner Gabe, wenn ich nur an einem System gleichzeitig arbeiten würde. Von hier oben konnte ich das gesamte Projekt überwachen. Ich dachte, das hätten wir schon hinter uns, Glatthaut. Aber Sie können der Gelegenheit nicht widerstehen, mich zu nerven. Typisch Mensch. Ich war einst ein Mensch, wissen Sie. Bin in Vault 34, nordwestlich von hier aufgewachsen. Tolle Kindheit, wenn man Sturmgewehre und Schießübungen mag. Was? Sie mögen lieber Maschinen, die nicht auf Leute schießen? Dann nicht so toll. Wer soll den Reaktor der Vault warten? Hauser? Mitchell? Nein. Warum nicht Haversam? Der mag doch Maschinen. Haversam ist es egal, ob er verstrahlt wird. Haversam ist es egal, ob er mutiert. Der ist sowieso schon so hässlich. Haversam ist es egal, wenn seine Haare in ein paar Jahren ausfallen. Da gibt es keinen Zusammenhang. Haversam, du bist neurotisch. Glatze? Das nennen Sie eine Glatze, Glatthaut? Ich bin ein Monster. Ein Monster! Oh mein Gott! Sie sagen die Wahrheit, oder? Oh nein! Wie konnten Sie mir das nur antun? 2 Jahre lang? Mein Gott! Ich war nur ein Witz für Sie. Wissen Sie eigentlich, wie leicht es für mich wäre, diese Raketen zu sabotieren? Das wäre mal ein Witz, was? Ein teuflischer Witz. Was? Sie denken, ich bin zu blöd für sowas? Ich weiß genug, um Ihre Raketen zum Laufen zu bringen, nicht? Also kann ich sie auch sabotieren. Als ob ich mir vergeben könnte, dass ich so fallen gelassen wurde. Sie haben mich benutzt und jetzt werfen Sie mich weg. Und sterben wäre schlimmer als das hier. Benutzt und weggeworfen zu werden wie Müll. Oh, ich habe also die Menschheit erlöst. Bullshit. Die Menschheit kann mich nicht ausstehen. Sie wollen also, dass ich Sie auf Ihren Abenteuern durch das Ödland begleite, ja? Wieder unter Menschenleben schlagen Sie das vor? Das ist wohl die einzige Chance, die ich habe. Unglaublich, dass ich das mache. Aber ich versuche es mal. Ich schicke Jason und seine Herde los und gehe dann nach Novak. Hallo. Kann es losgehen? Diese Raketen werden sich nicht selbst zünden.
Ich war mit der Arbeit an den Raketen fast fertig, als wir dazu gezwungen wurden, uns im obersten Stockwerk zu verstecken. Es fehlen noch zwei Komponenten. Zündmittel Isotop 239 und ein Satz Schubkontrollmodule. Das Zündmittel ist hochgradig radioaktiv und zersetzt sich schnell. Daher können wir die Leckenfässer auf der Startrampe nicht verwenden. Das Zeug ist nicht mehr stark genug. Sie müssen einen intakten, abgeschirmten Behälter des Zündmittels finden. Die Schubkontrollmodule wurden speziell für diese Raketen entwickelt. Ohne sie starten die Raketen nicht. Sehr gut. Wir brauchen nicht viel. 2 bis 3 Liter sollten reichen. Zeigen Sie mal. Ja, das ist das Zündmittel. Aber wir brauchen mehr von diesen Dingern. Insgesamt 5 sollten reichen. Repcon wurde so oft von Sammlern geplündert, dass man nicht sagen kann, wo die Komponenten auftauchen könnten. Wenn sie überhaupt auftauchen. Friesen hat Industrieruinen im Osten erwähnt, die angeblich hochgradig radioaktiv sind. Ich würde erstmal bei ansässigen Schrotthändlern oder Händlern vorbeischauen. Vielleicht haben die was. Bis später.